Hey ihr kleinen Sahnetrüffel, willkommen zurück zu The Cursed Forest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und danke fürs Einschalten sowie fürs Liken und Kommentieren das letzte Mal. Ich hoffe, ihr fühlt euch immer noch wohl hier. Im Wald, im Gruselwald mit Sarah und dem anderen Gesocks. Ich jetzt nicht so, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht will ich nie wieder weg hier. Oh, ist wieder so eine Hütte. Die Tür ist auf. Die Zaubertür. Ein Zauberer. Oh. Schön mit Plumpsklo vor der Hütte. Geil. Ah. Ist jetzt auf oder zu? Okay, es baut gerade noch auf, die Grafik. Das ist doch was. Da ist Licht an. Wieder. Aber... Ah! Okay, das war jetzt, kam jetzt überraschend. Aber auch nicht unerwartet. Was ist da drauf? Na toll, jetzt ist es weg. Dieses blöde... Dort liegt da der Teddy. Oh. Dieses blöde Gör. Sarah im Bann der Vogelscheuche. Okay. Ja, ich fühle mich total... Oh. Vor allem, mich hat es gerade gewundert, dass hier Licht an ist, aber jetzt wundert es mich doch nicht mehr. Guck mal hier, der Power-Russe. Der ist immer noch fit. Die Batteriestreifen leuchten noch an der Hose. Ach, das war ein Gesicht. Ich dachte, das ist sowas wie ein Pilz, der da auf dem Boden glitzert. Oh, es ist unangenehm. Und so dunkel. Was haben wir denn hier überhaupt? Drei Schreine nur und zwei Runen wieder. Oh, leck mich. Lecco mio. Oh, er hat einen Reifen verloren. Ah! Der Reifen hat mich getroffen. Habt ihr den Reifen gesehen? Ich habe so ganz schwach erkennen können. Ja, ruhig bitte. Ruhe. Oh. Was haben wir denn hier? Drawings on the wall. While I was researching this place, I found strange drawings on the wall. It seems that the drawings tell a story about an unknown force that revealed information about secret rituals to the humans that lived here many centuries ago. In this ritual, except the rune stones and other preparations, human sacrifice took the biggest role. It was a kind of trade. The sacrifice requires a pure soul, and through this ritual, people could receive a blessing and sacred knowledge in return. But there is an important rule. The offering must desire to sacrifice their soul to the other people's sake. It was forbidden to make the ritual by force against the sacrifice's own will. It would open a way for an evil spirit that despises humankind and could easily manipulate their weaknesses. It seems that this rule was broken, but there must be some reverse ritual that will banish the evil spirit from our world before it becomes too strong. Also, ich habe die Zeichnung auf der Wand studiert und es scheint, als erzählen sie eine Geschichte. Die Geschichte dreht sich um eine unbekannte Macht, die es zeigt sich, dass es geheime Rituale gab an Menschen schon vor Urzeiten, also vor einigen hundert Jahren. In diesem Ritual brauchte man Runensteine und andere Vorbereitungen. Außerdem auch ein menschliches Opfer spielte die größte Rolle dabei. Es war eine Art Handel. Das Opfer benötigte eine reine Seele. Und die Menschen bekamen dadurch einen Segen und altes Wissen im Gegenzug. Aber es gab eine wichtige Regel. Das Opfer musste aus freien Stücken geschehen. Wenn nicht, dann wurde ein Weg geöffnet für ein altes Böses, das die Menschheit verachtete und sie einfach manipulieren konnte durch ihre Schwächen. Diese Regel schien gebrochen worden zu sein. Es muss ein Umkehrritual geben, um diesen bösen Geist zu bannen, bevor er zu stark wird. Das heißt also, sie haben Sarah einfach mal geopfert. Einfach so, und sie wollte es nicht.
Sie wollte fortgehen von hier wahrscheinlich und sie haben sie geopfert. Ist nicht nett. Halt die Schnauze. Oh, ich bin gesaved, das ist schön. Oh, gibt's eine Karte, wunderbar. Hier bin ich. Da war es böse und da ist ein Klohäuschen. Guck mal das. Seht ihr das bisschen, ist das so ein bisschen Dampfer, der da aufsteigt? Ja. So Klärgase. Oh, hier gibt's Fallen. Gebrochenes Herz. Ist, ganz viele gebrochene Herzen. Und eine Schlinge. Und ein Teddy. Heißt das? Und da ist noch ein böser Baum. Okay. Und hier ist ein Smiley Face. Warum ist hier ein Smiley Face? Da muss irgendwas versteckt sein. Aber ich gehe da mal zurück, glaube ich. Habe ich die jetzt dabei? Ja, ich habe sie dabei. Gut. Oh, hoppala. So. Nein, nein, nein. Muss mal ganz kurz zurückgehen. Oh, wieder in den dunklen Teil hier. Scheiße. Aber irgendwas muss hier irgendwo versteckt sein. Warte mal, ich guck nochmal. Und zwar... Was denn irgendwie hier rumgeht? Da oben in der Kurve ist was. Ein Smiley. Und hier ist so ein böser Baum. Hier, warte mal, genau, ich geh jetzt hier... Ich bin gerade hier auf dem Weg. Gehe ich hier rum und hier, wo die Kurve dann wieder nach oben... Okay, ich versuch's mal. Ich guck mal hier ein bisschen. Irgendwo muss ja was sein. Ich meine, was haben wir da für ein Geheimnis entdeckt letztes Mal? Im ersten Abschnitt, da war ein Geheimnis. Und ich habe keinen Plan, was das soll. Ach hier, das war die Hütte mit dem Smiley. War diese verdammte Hütte. Oder? Müsste sie sein, ne? Müsste die Hütte hier gewesen sein. Das ist... Drecksteil. Ja, das war's wohl. Und hier ist ein Baum in der Mitte. Ein fieser, riesiger, großer Baum. Oder ist das einfach nur für die ganzen Bäume hier in der Mitte gemeint? Dass man da nicht vorbeikommt. Okay, finde ich jetzt voll arschig. Finde ich richtig arschig. Einfach mal verarscht hat sie uns. Dieses böse Vieh. Aber was war da noch mit der Vogelscheuche? Ich hab doch gemeint, die Vogelscheuche hat auch irgendwas gesagt zu ihr und... Ja, ist dann plötzlich zum Leben erwacht und... irgend so was. Ist unheimlich alles. Okay. Ich will doch darauf. Ja, aber ist hier noch was? Hallo? Sarah! Oh, da ist eine Hütte. So ein kleines Plumpsklo wieder. Ich habe überall diese Plumpsklo. Guck mal, das geht ja gerade in den Sumpf rein. 1, 2, 3. Das war Dries. Oder. Birikit! Oh! Oh, ich habe mich gerettet. Ihr Penner! Ich werde jetzt gestorben. Ich spring mal rein, komm. Mal sehen, was passiert. Wenn ich sogar tauchen kann. Ich will ja nicht tauchen gehen. Kann ich irgendwo raus, bitte? Ah ja. Okay, da war das einfach nur ein Troll. Das sollte mich einfach nur trollen, dass ich da jetzt runterfalle. Witzig. Ihr seid doch komisch. Ja, natürlich gehe ich jetzt da einfach rein und hol den Teddy. Der jetzt gar nicht mehr da ist. Was wollen wir wetten? Ach, deine Mutter ist... Ist lustiger. Hallo? Oh. Das war eben nicht hier. Ha. Hat eine Schnauzen. Was denn? Oh. Ist keiner da. Ich muss groß. Bruder muss groß. Oh Gott.
Was steht hier? Kann ich nicht lesen. Wer hat denn sowas hier im Haus stehen? Das ist voll creepy. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Eine Knarre. Lass mal kurz lesen. Was steht hier? Final Hunt. Only darkness, only endless darkness is around me. I loaded my weapon, but I'm not sure if it will help me to defend myself from this thing that that we awakened. That deer, he wasn't look like same as he was during our previous meetings. Once majestic, now he looks like living dead. Grow bare skin that makes his meat visible. Evil lifeless eyes. Not this animal. Nee, now this animal didn't embody life and nature, and now it was resembling only death and darkness that is around. Oh mein Gott, ich höre die ganze Zeit das Klopfen da immer noch. I can see him through my window. He's watching me from far distance. Same as I was watching him a few weeks before. I feel like I caught it in the corner, like the animals that I was hunt down, but expect of animal. I can choose by myself time when I was when I'm going to die. Was? Rustling near my window distracted me from my thoughts. It wasn't a deer. Somebody other tried to get inside my house. Also, die letzte Jagd. Unendliche Dunkelheit umgibt mich. Ich habe meine Waffe geladen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir hilft, mich zu verteidigen gegen die Kreatur. Dieser Hirsch. Er sah nicht mehr aus, als wäre er lebendig. Einst war er sehr majestätisch. Und jetzt sieht er aus wie der lebende Tod. Bloßes Fleisch wächst auf seiner, also wächst auf ihm kein Fell mehr. Böse, leblose Augen. Jetzt scheint diese Kreatur nicht mehr die Natur zu verkörpern, sondern nur noch Tod und Dunkelheit umgibt sie. Ich kann sie durch mein Fenster sehen. Sie beobachtet mich aus der Distanz. So wie ich sie vor einigen Wochen schon beobachtet habe. Ich fühle mich, als wäre ich in der Ecke gefangen. Wie Tiere, die ich früher gejagt habe. Nur, ja, im Gegensatz zu einem Tier kann ich jetzt kann ich mir aussuchen, wann ich sterben werde. Und plötzlich waren haben mich Geräusche von meinem Fenster abgelenkt. Es war nicht der Hirsch, aber jemand anderes versuchte in mein Haus zu gelangen. Oh mein Gott. Was? Ich war herzlos. Nimm's doch mit! Oh, ich kann's nicht aufheben, die Knarre. Guck mal, eine Eule. Oh, ein Häschen! Guck mal, der kleine Hase! Aber du wo? Was kocht hier? Ah! Oh! Was ist denn mal? Nein, ich will nicht zum Häschen. Aber ich glaube, ich muss zum Häschen. Häschen! Ah! 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 Ist mit Stück! Was? Was? Bin ich jetzt tot? Ich bin doch nicht tot, oder? Das hat mich jetzt nicht gekillt, oder? Warte mal. Ja, es hat mich gekillt. Du Miststück. Du Miststück. Das hat mich echt gekillt, Mann. Was ist da los? Oh Mann, ey. Ich hasse sie. Ich hasse dich, Sarah. Du bist die Ausgeburt. Ah! Oh, bist du durchs Feuer gelaufen? Huch. Oh mein Gott. Oh! Raz, dwa, drei. Naja. Passiert mal. Da willst du mal groß und dann passiert das. Kein Scherz, das stand eben nicht da. Genau, jetzt sehe ich es gerade wieder. Das Ding ist einfach so aufgetaucht.
So, Häschen. Ja, ich knackt. Vielleicht sollte... Oh, ich kann es doch dem Wolf in den Rachen schmeißen. Ist ja interessant. Oder ich kann das Häschen erschießen. Ach ja, jetzt sehe ich. Ja, ja, das Häschen ist überall abgebildet jetzt. Jetzt mit dem Wolf. Aha. Und ich schon wieder. Es war falsch. Es war falsch. Soll ich es denn wirklich abknallen, das Häschen? Ich will das Häschen nicht abknallen. Ich kann es vielleicht auch neben auf den Tisch legen, da wo die da... neben der Tür hier. Warte. Das ist ein doofer Bär. Ja, ja. Lauf mal schön. Vielleicht muss ich auch hier hinlegen, da wo der, wo das Gewehr ist, oder? Wenn da der Zettel schon liegt. Alles voller Fallen hier. Oder hier eventuell, hä? Huh? Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war doch nett. Oh, das war nett, dass ich das Häschen verschont habe. Ja, guck mal, das Häschen ist im Bild. Auch wie süß. Was? Wo kam das her? Das Häschen ist jetzt mein Freund, weil ich es verschont habe. Und ich habe zwei von fünf Rudensteinen. Mir fehlt, ich habe 5 von 6 Skeletten. Skelettstücken. Skelecke, Schlegelecke. Ah. Erstmal speichern hier. Das ist so übel. Wie gesagt, mich kriegt nichts kaputt. Als Powerrusse werden die Angst selbst. Die kriegt uns immer. Aber ein Russe hat ja keine Angst. Wisst ihr, das widerspricht sich so ein bisschen. Deswegen ist es unmöglich, dass wir kaputt gehen. Dass es jemand hier besiegen kann. Keiner kann das. Als Powerrusse. Oh ja, 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 ja. Guck mal. Guck mal, ja, ja. Das würde es kaputt machen. Zumindest zeitweise. Ja, ja, ja. Ist dein Turf hier. Ne? Oh, da ist hier noch eine. Wir sind beide reingerannt. Halt die Schnauze. Ray of Hope. In my childhood, I learned 2 lessons. The first I learned from my father and... he tell me a simple rule that you need to fight... That you need to fight for happiness and... This fight may be not heroic like it's told in my books. For happiness needs to be fought with fists, and one must be ready to sink their teeth into it. The second lesson I came to understand by myself via life throwing me together with doubtful people. There are people that are used to living in the swamp, and they will drag you there with them. Or you can liberate them from such dilapidated lives. Yeah, for this purpose, you don't need to be their friend. You only need to be able to control them. At young age, I was leader of different social groups. We positioned everybody to be afraid of us. Was? To be afraid? Us? Be afraid of us, and made even stronger kids scared. We supported each other and were strong like a wall, but despite this, it was difficult to tell that we were friends. In my older age, I controlled people that tried to use me. I was always more cunning and could control them through their lies. I positioned them to think that they were in control of the situation, so that I could make their vigilance weaker. So that in the end, I was the one who controlled them. Also, ja, es ist ein bisschen viel Text. Es geht darum, also der Strahl der Hoffnung. In meiner Kindheit habe ich zwei Lektionen gelernt. Erstens, habe ich von meinem Vater gelernt. Das ist eine einfache Regel.
Und zwar, dass du für dein Glück kämpfen musst. Es ist nicht sehr heroisch, dieser Kampf, wie in meinen Büchern. Du musst mit Fäusten darum kämpfen und musst deine Zähne darin versenken, wenn es sein muss. Ja. Und die andere Lektion habe ich durch das Leben gelernt. Als ich mit doubtful people, also mit ja, einfach mit zweifelhaften Leuten zusammen verbracht habe. Es gibt Menschen, die ziehen dich mit hinab in den Sumpf, wenn sie einmal drinstecken. Oder du kannst sie von ihren armseligen Leben erlösen oder befreien. Wenn du nämlich dafür kämpfst, dann musst du der Anführer sein und sie dazu bringen, dir zu folgen. Also, als er jünger war, war er schon Anführer von verschiedenen sozialen Gruppen. Sie haben es geschafft, dass jeder vor ihnen Angst hatte. Sogar die älteren Kinder hatten Angst vor ihnen. Sie haben sich gegenseitig alle unterstützt wie eine Wand. Aber abgesehen davon war es schwer zu sagen, dass sie Freunde waren. Naja. In meinen jüngeren Jahren habe ich Menschen kontrolliert, die versucht haben, mich zu benutzen. Ich war immer sehr geschickt und konnte sie durch ihre Lügen hindurch durchschauen und sie dann auf meine Seite ziehen. Ich habe sie so positioniert, dass sie dachten, sie wären in Kontrolle, aber das hat sie eigentlich nur schwächer gemacht. Also am Ende habe ich sie kontrolliert. Mhm, interessant. Interessante Einstellung. I'm not to complain about my young age. On the contrary, I was pretty bright and allowed me to... It was pretty bright and allowed me to grow into a hardened character that people need later in their lives. Unfortunately, I was never really close with people. Friends for me is just a word. They're more like minions to me. To talk about women. I've had some companionship, but there was never been real love in these relationships. It wasn't until she entered my life. Stumbled into my hands, to be correct. That's how we met. Her clumsiness was kind of cute, and my vigilance had strong hands, never let her fall. She came to understand that I am the only person that will always hold her in solid hands, and give an embrace that will keep her secure. But my opinion of her naive clumsiness was strong. She had the same steel character as I, but with that she was also full of light and kindness, and that was enough for both of us. With her I was able to see a new view on life and have never thoughts that have new thoughts that never came in my head before. It was the great happiness that destiny brought me, and I'm going to fight to keep this happiness, as my father taught me. I will not let this fire out of love dim. Was? Of our love dim, so. We are happy together and it will last forever. Ja, ist wieder viel Text. Ich hasse es gerade ein bisschen zu lesen. Ich habe mich nicht beschwert. Nee, ich beschwere mich nicht über mein junges Alter. Im Gegenteil, ich war ziemlich helle und es hat mir erlaubt, zu einem sehr gestärkten Charakter heranzuwachsen. Und den die Menschen später in ihrem Leben brauchen. Unglücklicherweise habe ich niemals wahre Freunde gehabt. Freunde waren nur ein Wort für mich. Das waren mehr wie kleine Helferlein, die für mich. Und wenn man von Frauen redet, ich hatte einige Begleiterinnen oder einige Freundinnen, aber sie waren niemals wirkliche. Es waren niemals wirkliche Liebesgeschichten. Oder wir hatten niemals sowas wie Liebe in der Beziehung. Bis sie in mein Leben trat. Sie ist in meine Hände gestolpert, um genau zu sein. So haben wir uns getroffen. Ihre Schusseligkeit oder ihre Ungeschicktheit war irgendwie ein bisschen süß und meine starken Hände haben sie niemals losgelassen und fallen lassen. Und sie hat verstanden, dass ich die einzige Person bin, die sie immer fest in Händen hält und sie ja und ihr Sicherheit gibt. Aber meine Meinung über ihre naive Schusseligkeit war falsch. Sie hatte denselben stählernen Charakter wie ich, aber sie auch, war auch so voller Licht und Güte. Dass es für uns beide reichte. Mit ihr konnte ich eine neue Perspektive auf das Leben gewinnen und hatte Gedanken, die ich niemals zuvor in meinem Kopf hatte. Es war das größte Glück und das Schicksal hatte sie und mich zusammengebracht und ich werde kämpfen, um dieses Glück zu behalten, wie mein Vater mich gelehrt hat. Ich werde das Feuer unserer Liebe nicht verglimmen lassen. Wir sind glücklich zusammen und das wird ewig halten. Ja, und das ist das wahrscheinlich, was mit Sarah dann passiert ist. Ich wette mit euch, das ist Sarah, von der er geschrieben hat. Und Sarah ist, ja, Ray of Hope. Ja. Aber wir haben nichts mehr von Sarah, weil Sarah ist jetzt wohl schon die Hexe. Dieses böse Wesen. Ah, oh, da ist schon wieder die Vogelscheuche. Wird doch irgendwo fallen?
Wer damit eigentlich ist irgendwo. Ist überall Fallen versteckt. Das war die Falle! Das war die Falle, Kinder! Ach scheiße, jetzt bin ich irgendwie so einer. Kackhöhle. Da oben ist sie wieder! Nee! Euer ist traurig! Terra, du bist Stück! Deine Spiele kannst du mit wem anders spielen. Aber hey, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Und sie gibt uns einfach so den Runenstein. Ich meine. Die ganzen angespitzten Pfähle hier. Wer macht denn sowas? Hat sie das gemacht? Hat sie aber schlecht verteilt, die Dinger. Und das? Terra. Da sitzt dieser blöde Bär. Oh, ich hab ihn. Ist das ihr Bär? Wieder was zu lesen. Illusion of Happiness Part 1. During all my years I could easily control other people's lives, but I never could handle my own. Only she felt real to me. Our relationship was like taken from a romance novel. She was like me, a strong person but lost. We were evolving with our relations and becoming stronger. But because of my idiotic character it all fell apart. I tried to resist, but my nature was too strong. I was taking her under my control. I couldn't be happy enough with her affection. I wanted her to become completely mine. I wanted all her thoughts and emotions to be under my control. We started to separate, but Sarah's birth made our love tight again. Unfortunately, it was short-lived, as my wish to control things was protected to my daughter also. Ah. Ah. My wife was too kind to her. Our daughter was a bright person, but fragile for this cruel world. I didn't want to want this world to swallow her and change her as it happened to me. That is why I did all that I could to protect her. The choice to protect her held me away from my beloved one. We became strangers to each other and I started to search for my soulmate in other women. Was ein Arsch. Illusion des Glücks, Teil 1. Während all seiner Jahre konnte ich andere Menschen kontrollieren, aber ich kam niemals mit mir selbst klar. Sie fühlte sich einst echt für mich an. Unsere Beziehung fiel aber aus einem romantischen Roman. Sie war wie ich, eine starke Person, aber verloren. Wir entwickeln uns durch unsere Beziehung und wurden stärker. Aber durch meinen idiotischen Charakter fiel sie auseinander. Ich versuchte meiner Natur zu widerstehen, aber sie war zu stark. Ich wurde durch sie kontrolliert. Ich konnte nicht glücklich sein. Ich wollte, dass sie komplett mein wurde. Ich wollte, dass all ihre Gedanken und Emotionen unter meiner Kontrolle sind. Okay. Ja, wir haben uns voneinander entfernt, aber Sarahs Geburt, Sarah, hat alles wieder vereint, hat uns wieder zusammengeschweißt. Und glücklicherweise, war das nur von kurzer Dauer, denn mein Wunsch, alles zu kontrollieren, meine Tochter zu beschützen, auch. War auch von kurzer Dauer, hä? Nein. Egal, auf jeden Fall, es hat alles eingenommen, seinen Wunsch, die Tochter zu beschützen. Meine Frau war so nett zu ihr, unsere Tochter war auch ein sehr helles Kind, aber sehr zerbrechlich in dieser schrecklichen Welt. Ich wollte, dass die Welt sie nicht so einnimmt und sie verändert, wie sie es mit mir tat. Und deshalb habe ich alles getan, um sie zu beschützen. Diese Wahl, sie zu beschützen, hat mich von meinen Geliebten ferngehalten. Und so wurden wir uns immer fremder. Und ich habe versucht, meine Seelenverwandte in anderen Frauen zu suchen. Na toll. Cool. Na, das ist ziemlich dumm von dir. Macht man nicht. Saved. Ich bin saved. Oh, Leute, ich bin ja schon wieder weit über der Zeit. Aber es war gerade so interessant. Ich danke euch fürs Zusehen mal wieder. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir mal einen netten Kommentar. Was denkt ihr? Hättet ihr das auch so gemacht? Ich finde ja, das macht man nicht. Du gehst doch nicht fremd. Du hast dich voneinander entfernt. Dann sucht man wieder gemeinsame Interessen, redet miteinander. Aber macht doch nicht sowas. Man kann sich immer ändern für einen anderen Menschen. Ich danke euch sehr. Wir sehen uns zu The Cursed Forest. Macht's gut.